Vielen Dank. Auch in aller Kürze zu dem Antrag. Das Begehr ist sozusagen, Stromleitungen mit 110 kV nicht über Land zu führen, sondern zu vergraben als Erdkabel. Und im Antrag steht eben dieser Gesetzestext, dass solche Erdkabel jedenfalls auszuführen sind, wenn sie nicht mehr als das zweieinhalbfache kosten. Da habe ich persönlich ein bisschen ein Problem, einerseits mit dem apodiktischen der Formulierung, man sollte den Energieversorgern oder in dem Fall den Netzgesellschaften doch das Wahlrecht hier in dem Punkt offen lassen. Zweieinhalbfache Kosten ist natürlich insbesondere bei der Kostensituation der Energie, wir wissen, das ist ungefähr ein Drittel, die reinen Energiekosten, Steuern und Abgaben und die Netzgebühren, die auf Grundlage eines Bescheids der E-Control erstellt werden. Also da müssen wir schon aufpassen, dass die Kosten nicht explodieren. Gestern haben wir ja beschlossen, ein Gesetz, das jedenfalls die Kosten im Bereich Steuern und Abgaben deutlich erhöhen wird. Wir sehen am Markt auch leider eine Entwicklung der Erhöhung der reinen Energiekosten. Und wenn wir jetzt die Netzkosten auch noch in die Höhe schrauben, dann ist es irgendwann einmal zu viel und für den Standort ein Problem. Aber grundsätzlich sind wir auch offen da für jede Diskussion und gespannt auf die weiteren Verhandlungen.